Let's start the meet the speaker. So maybe let's start with Jon, if it's okay for you. The idea of the meet the speaker is always a little bit introduce yourself, maybe tell the maybe you want to tell the audience something about you, about your experience again. If you'd like me to go first. Yes, please. Great. Yes, thanks very much. So today I spoke in my capacity as a senior sysdev at AWS. I've been in the SAP space for almost 30 years. Started long, 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 long ago as an ABAP programmer, and then for a couple of years, and then I spent a large chunk of my career as a basis administrator, transitioned to a solution manager consultant for a while, which is really the only area of functionality I ever got into. I was always mostly technical, but Soulman did some charm and other Soulman types of functionality. Now I'm in a very interesting space at AWS. I like to say that our team, our goal is to make it feel like SAP was born to run in the cloud. We're very focused on making SAP systems feel comfortable in AWS. So I do mostly, I'm back to programming now, a lot of ABAP and other languages too. Of course, it's very interesting being a programmer in 2023 when you're expected to know 10 different languages and every possible platform. So that's my background. I make no secret that I'm a fan of SAP and I have a great love for the platform. So I really enjoyed talking today. I started my career with R2. You said 30 years. So you Yeah. also It's two, R2? no, R3 2.2E, I R3. think, was the first Okay, release. one of the early release. One of the early release. Perfect. And maybe did you have time to check the chat a little bit, because there were some questions from Gregor and so on. Maybe you can answer some of the questions. Yeah, I'll just answer a couple of those really quick. So I spoke about the AWS SDK for SAP ABAP, which is our SDK for consuming AWS services from an ABAP program. Today it's released as Transport, and we had a question that is a very common question, will it be available as an ABAP Git repository or as an add-on? Customers have shown an interest in an ABAP Git based Git repository. Today it's not possible because our code is in a namespace, and a customer can't pull in code from a namespace that doesn't belong to them. And we like having it in a namespace because that prevents tampering by others, and no one can release an SDK pretending that it's ours and it's actually theirs. So it's a nice security measure to have stuff in a namespace. But it does prevent us from using from distributing through Git. We'll have to look at the roadmap for things like GCTS. Will they support pulling in namespace code or not? Today is not possible. The other question was about having it available as a certified add-on, which is something that our I'd say customers have not been so interested in, but partners have been interested in because they want to release a partner add-on and they want it to depend on our add-on. So let's say we're looking into the possibility. In any case, it's not available yet, but we're interested in the use case. That was one question we had. We had another question, actually, maybe a little technical question, and I'm not sure I can go into too much detail on it. The question was, can we our SDK support MQTT or AMQP? These are our sort of low latency, very lightweight protocols. Our SDK communicates with the AWS endpoint using HTTPS. Will there be a possibility to support MQTT? The answer is yes and no, and to really answer it, I would have to go to a whiteboard. For example, in the IoT scenario, our SDK lets us talk to AWS, the SAP system talk to the AWS endpoints with HTTPS to manage the service, but the IoT devices do use MQTT to talk to the endpoint. The AWS service is the bridge that allows devices to use the natural protocol for them, MQTT. Meanwhile, SAP uses the most natural protocol for it, HTTPS. Now, if you want the ABAP system to talk MQTT, that's not something the SDK would handle. SAP is already giving you an MQTT client as of ABAP 1809, I think, something like that. So I guess that would be S/4HANA 2018.
they give you an MQTT client, so you can use the SDK to create an Amazon MQ endpoint, but then you would talk to it, that endpoint, send messages and receive messages using the MQTT client that SAP has given you. So that's a to really go into detail, we'd have to go into a whiteboard and probably someone more knowledgeable than I am about such protocols. But hopefully that explains the basics of the question. Let's see. So some people saw me do a demo on this Andon light. I have this Andon light that I bring to demonstrate IoT scenarios with the Babylon SDK. Someone asked, do we have a bill of materials? Because I made the Andon light myself. I needed something battery powered and Wi-Fi enabled so that I can bring it into reInvent or Sapphire or any kind of trade show. So it's homemade. People have asked, is there a bill of materials and schematics? Well, I'll say that I'm a beginner with electronics, and I don't trust my electronics enough to not to catch fire before I am willing to give someone the parts list to make it themselves. You would have to do it at your own risk. Let's say if I can find an electrical engineer to validate what I've done, I wouldn't mind. I did some. My wife has a laser cutter, so I laser cut the cell, and but I learned as I went. I hardly know what a resistor is, but somehow I made it work. You just keep on connecting wires randomly until it works, and that's my technique. But no, there's no bill of materials yet, but I appreciate the I take it as a compliment that I was asked. I think all of the other questions are about those three things: Git, MQTT, and then the bill of Yes. materials. So I think I've covered the question. Thank you very much. Perfect. Thank you very much. Okay. Bitte. So maybe Michael. You will start. You can also switch to German if you would like. Sure. Ja, auf Deutsch. Ja, worüber soll ich berichten, sprechen, noch ein bisschen Werbung für Value Objects machen? Oder vielleicht auch für Podcasts oder so. Gerne Werbungen machen. Podcast sehr gerne. Das ist nämlich gerade unser neuestes Projekt von Frank und von mir. Bloggen habe ich jetzt schon hinter mir. DSAG unterstützen für ADT-Leitfaden. Das war so dieses Jahr. Und dann das allerneueste Kind ist jetzt Podcast. Wer mit Formularen schon gearbeitet hat, weiß, meistens sind es ABAP-Entwickler. Genau. Die kommen irgendwann wie die Jungfrau zum Kinde, nämlich Formulartechnologie. Und davon gibt es mehr als genug im SAP-System. Nämlich klassischerweise drei verschiedene. Und die dritte hat jetzt auch noch Ausprägungen in Richtung Cloud. Und das Thema ist eigentlich gigantisch voluminös geworden. Plus die Altlasten, ähnlich wie mit ABAP, haben wir aus der Vergangenheit noch ziemlich viel im Bereich Subscript, Smartphones und so weiter. Und deswegen haben der Frank und ich jetzt mal einen Podcast dazu gestartet. Damit kann man nochmal alle abholen zu den Technologien, warum eigentlich Formulare, welche Technologien gibt es, wie kann man damit umgehen, auch so ein bisschen Projektorganisation, weil ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber meistens stiefmütterlich vernachlässigt. Irgendwann kommt am Ende des Belegschreibens, kommt auch noch ein bisschen Nachrichtenausgabe. Aber die gerne auch in hübsch. Genau, so, den Podcast haben wir als We Love Formulare, haben wir den tituliert. We Love Formulare und zu hören bei Apple, Deezer und den typischen Plattformen Spotify da drin. Vielleicht hören wir da auch in Zukunft mal einen ABBA-Podcast, nochmal speziell. Wer weiß. Also mit Subscript kann ja auch noch mitreden. Das habe ich sogar sehr gern gemacht, um ehrlich zu sein. Ist Das auch sollten. super stark und weit verbreitet immer noch, Johann. Also Ja. es ist ein Arbeitsmobil. Also Subscript ist halt da, nur jetzt kannst du niemanden mehr begeistern damit. Also jemand im Jahr 2023, der Subscript sieht, hat eine kleine Es war auch Zeitreise im Moment. damals von niemand begeistert. Mir hat es Spaß gemacht, Ah, komischerweise. Ich weiß okay. auch nicht. Und es ist alles bei mir gelandet. Ich habe es gern gemacht. 30 Jahre unbegeisterte Menschen Subscript arbeiten. Ja, genau, das ist das Neueste, was wir machen. Perfekt. Ich habe vielleicht noch eine kleine Frage an euch beide. Wenn man das Server liest, so die Sachen, die ihr heute vorgestellt habt und sich selber durchdenkt, sagt man, ja, passt, gute Idee, sollte man so machen. Das eine ist, sich selber dann oft dazu zu zwingen, so zu arbeiten. Wie schaut es aus mit Arbeitskollegen, mit anderen Leuten, anderen Entwicklern? Wie ist eure Erfahrung da, dass man die auch motiviert,
sich das Thema anzuschauen und darüber nachzudenken und so zu programmieren. Das ist ein gutes Thema. Also ich glaube, es startet bei einem selbst. Und sich selbst zu motivieren gehört auch dazu. Und es gibt Leute, die warten dann irgendwie auf eine Erlaubnis, dass irgendeine Führungskraft oder Entwicklungsleiter sagt, oh ja, jetzt machen wir automatisierte Tests, oh, jetzt machen wir irgendwie irgendwas besser. Meiner Erfahrung nach ist es am besten, man tut es einfach machen, weil es eigentlich der Job ist, bestmöglich entwickeln, und dann steht das Coding besser da, und es ist so, bevor man ganz große Kreise dreht, es blockiert. Es auf andere Menschen auszuweiten, ich kann erzählen, wie ich es probiere. Wir haben in der Firma eine Gruppe gegründet, es Clean Code Advocates, die ist offen, da kann jeder vorbeikommen, der sich für gute Programmierung interessiert. Gibt Vorträge, man macht zusammen Code Cutters und versucht gemeinsam zu lernen. Völlig hierarchielos und offen, ohne Zwang. Im alltäglichen Arbeitsleben versuche ich es mit Pair-Programming. Programmiere oft mit Kollegen zusammen an einem Keyboard oder einem virtuellen Keyboard, immer im Wechsel. Und das ist eine tolle Sache, um zu lernen und zu lernen. Auf vielen verschiedenen Ebenen, auch zwischen Experten, auch zwischen Juniors und Seniors funktioniert das wunderbar. Und so, wenn es gut läuft, durchsetzt es dann langsam die Organisation. Okay, also Vorleben und Hoffen und steter Tropfen füllt den Stein. Irgendwann haben dann Ja, hoffentlich Zwang alle. funktioniert am wenigsten. Stimmt, korrekt. Das ist wie Perfekt. mit ADT, Domi. Irgendwann hat es eh jeder. Aber es muss doch ein bisschen Stimmt. Geduld haben. Man muss nur die SE80 sperren, Oh, okay. Leichter Druck hilft, ne? Passt, perfekt. Vielen Dank. Christian, gibt's, möchtest du noch etwas über dich erzählen? Ja, ich habe vorher gesagt, ja, gerne Frage, ich bin lieber. Meine Frage wäre noch gewesen, wie lange bist du schon im SAP? Das klingt ja alles sehr, sehr mit, da muss man viel wissen haben, was du da jetzt oder mit umgesetzt hast. Also bist auch sicherlich schon etliche Jahre, glaube ich, jetzt in der Branche tätig. Ja, also ich bin jetzt seit 11 Jahren SAP-Entwickler bei Geberit. Ja, am Anfang habe ich angefangen mit EWM, war in der SAP-Logistik unterwegs, habe dort eben dann mein erstes Projekt Migration von LS auf EWM, gleich ins kalte Wasser. Und wir haben bei uns dann in der Firma die Entscheidung getroffen, umstrukturiert, dass wir eine zentrale SAP-Entwicklungsabteilung benötigen. Das war aber die Frage im Chat, glaube ich, wie kriegt man überhaupt die Zeit da dafür, dass man sowas überhaupt nebenher noch macht, wenn einfach eine zentrale Entwicklungsabteilung, die sind auch für solche Projekte dann nachher ja, auch die umsetzen kann. Ist dann einfach zentrale Thema machen wir denn dort und da bin ich dann seit Anfang an dabei. Nicht nur ABAP-Entwickler, auch UI5-Entwicklung, das war dann auch so mit ein Hauptgrund, warum man eine zentrale Entwicklung macht, einfach um dann die UI5-Apps zu entwickeln. Genau und ja. War natürlich nicht, gesagt, es braucht viel Erfahrung. Es war natürlich nicht ich, wo das Ganze umgesetzt hat, es war das ganze Team. Also wir haben war ein Team von mehreren Leuten, die da einfach alle zusammen ihr Wissen in den Topf geschmissen haben und dann eben sowas dann nachher am Ende auf die Beine zu stellen, was man dann gemacht haben. Da kommt sowas Cooles dabei raus. Ziemlich cool aus meiner Sicht. Also allein die Architektur, was wir da gesehen haben, welche Komponenten da involviert sind, das ist schon sehr, sehr spannend, sehr interessant. Weil du gesagt hast, UI5 und Fiori, du hast ja in der Früh die Ankündigung gehört, vielleicht von der Fiori Conf, die nächstes Jahr stattfinden wird. Vielleicht gibt es ja da auch einen passenden Vortrag oder so zum Thema, wenn ihr dort Erfahrung habt schon, ne? Schauen wir mal. Muss man aufpassen, dass man mit einer ganzen Hausaufgabenliste mit rausgeht. Blog-Einträge schreiben, neue Vorträge, Zeuge kann man hauptberuflich Open machen. Source machen, ist alles Ja, erledigt, genau. ist alles morgen. Ja. Na, passt. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es gibt Danke. sonst keine weiteren Fragen, oder derzeit? Dann. Nein, momentan nicht.